Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. In diesem Video wollte ich nochmal so ein Beispiel zur Bestimmung der Schubspannung infolge von Querkraft zeigen, aber auch nur, also für die zeichnerische Lösung quasi, aber auch nur für die ersten beiden Fälle. Weil das ist immer dieses Schwere. Dafür würde ich euch sonst erstmal empfehlen, die anderen Videos geguckt zu haben. Weil die Schwierigkeit ist eigentlich nur, Z mal H-Linie einmal zu bestimmen. Was heißt eigentlich Schwierigkeit? Ne? Und nachher das statische Moment, also unser SY. So. Diesmal will ich gar nicht so ausführlich alles erklären, sondern echt voraussetzen quasi, dass ihr schon wisst, wie es hier eigentlich funktioniert. Und ich möchte jetzt direkt Z mal H einmal bestimmen und einmal das SY. So, wichtig war jetzt noch, dass man weiß, wo der Schwerpunkt natürlich liegt. So, und jetzt kann man sich irgendwie vorstellen, dieses Stück hier, das ist jetzt 30 einfach lang und dieses Stück, das wäre zum Beispiel 50 lang. So, jetzt befinden wir uns nämlich, so, jetzt gucken wir ja Z mal H, also Koordinate Z quasi mal unserer Dicke. So, und unsere Dicke soll auch einfach immer nur H sein, also immer konstant. So, was mache ich jetzt erstmal? Wenn hier der Schwerpunkt war, also ich zeichne ihn ruhig nochmal ein, haben wir hier eine negative Z-Koordinate. Ne? Also wir gehen hier vom Schwerpunkt aus jeweils, hier bei der Z-H-Linie, minus 30 hoch. So, ich gehe minus 30 hoch. Haben wir hier minus 30 schon mal für Z. So, die Dicke H ist immer konstant. Das heißt, hier, 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 hier. An jeder Stelle haben wir die gleiche Dicke. Bedeutet, wenn hier minus 30 mal H ist, haben wir auch hier minus 30 mal H. Theoretisch auch da hinten, da hinten, auch da hinten. Also haben wir einen konstanten Verlauf. So, das Ganze ist negativ, denn wir befinden uns vom Schwerpunkt aus negativ. Und hier kann ich schreiben 30 mal H quasi. Das wäre jetzt ein konstanter Verlauf. Ihr könnt euch schon merken, bei Z mal H-Linie, horizontales Stück, immer ein konstanter Verlauf. So, jetzt brauchen wir noch das vertikale Stück. So, dieser Wert, den wir hier haben, haben wir zum Beispiel auch an dieser Stelle. Das heißt, auch hier eine Höhe, genau so, nämlich 30 mal H. Was passiert jetzt? Jetzt wäre ich an dieser Stelle ja bei 29, hier ist 28, 27 und so weiter, bis ich wieder bei 0 bin. Bedeutet, wir haben hier einen abnehmenden Verlauf und der ist linear. So, und jetzt kann ich den eigentlich auch schon komplett durchziehen, denn hier befinden wir uns nachher im Positiven, hier im Negativen. Man kann sich nämlich schon merken, vertikales Stück ist stets linearer Verlauf und im Schwerpunkt sind wir bei 0. Ganz wichtig. So. Also mehr brauchen wir eigentlich schon fast gar nicht. Jetzt hätte man hier den Wert natürlich dann 0 und hier unten hätte man den Wert dann zum Beispiel 50 mal H. Und je nachdem, was die Dicke ist, bekommt man da auch noch was heraus. Und ihr seht schon, jetzt wären wir schon fertig mit Z mal H. Wir hätten den Verlauf schon fertig und auch die Werte an den wichtigen Stellen. Geil. Z mal H schon erledigt. Jetzt müssen wir uns das Ganze für unser statisches Moment SY angucken. So. Und da braucht man ja immer unsere Laufvariablen. Laufvariablen beginnen immer an den Enden unseres Profils, also quasi einmal von hier und auch von hier und ja, verhalten sich jetzt bei sowas wie so Wasser quasi, also treffen sich hier in der Mitte und gehen dann hier unten wieder weiter. Bedeutet auch für uns, wir haben jetzt hier eine Laufkoordinate starten, eine hier und hinterher in der Mitte würde es hier wieder weitergehen. So, Laufkoordinate heißt dann gleich für uns, wir müssen hier den anfangen, den Verlauf zu zeichnen. Und was man sich jetzt eigentlich schon merken muss, ist, dass aus einem horizontalen Verlauf ein linearer Verlauf wird und aus einem linearen Verlauf beim Integrieren wird ein quadratischer Verlauf. So, und was berechnet man hier eigentlich? Man berechnet jetzt eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, den Flächeninhalt von unserer Z-H-Linie. Da wir jetzt hier starten und auf jeden Fall bei 0 beginnen, hier beginnen wir bei 0, haben einen linearen Verlauf bis zur Mitte. Das heißt, wir berechnen jetzt den Flächeninhalt von diesem Rechteck hier, das Stück, nämlich bis zur Mitte. Das heißt, wir hätten die Höhe, wäre ja 30 mal H. Und dann hätten wir noch die Breite. Und jetzt bräuchte man die Breite noch, ich nenne sie jetzt hier einfach mal B. Also hätte man hier den Wert 30 mal H mal B. Perfekt. So, und das für hier genau das Gleiche, nämlich bis wir in der Mitte sind. So, sehr schön. Jetzt haben wir hier aber quasi einen Knoten. Zwei Laufvariablen kommen zusammen. Das heißt, jetzt für den Verlauf nach hier unten haben wir dann den doppelten Wert, nämlich das Ganze mal 2. Also hätten wir dort 60 mal H mal B. Für jetzt, ich mache die Höhe mal nach hier. So, das heißt, dieser Wert ist jetzt hier 60 mal H. Jetzt haben wir ja gesagt, aus einem linearen Verlauf wird dann
ein quadratischer Verlauf. Und was man jetzt wissen muss, beim Schwerpunkt haben wir immer das Maximum. So bedeutet für uns quadratischer Verlauf bis zum Schwerpunkt. Sehr schön. Vielleicht erstmal noch zu den Vorzeichen. Also wir haben ja hier einen negativen Flächeninhalt berechnet. Das heißt, das Ganze bleibt hier auch negativ und hier auf der rechten Seite auch negativ. Und dann, was passiert noch? Jetzt befinden wir uns ja quasi an dieser Stelle hier, an dem Knoten, und gehen jetzt weiter und müssen jetzt den Flächeninhalt des Dreiecks berechnen. Das heißt, der Flächeninhalt des Dreiecks, das, was da rauskommt, ist dann quasi der Wert, beziehungsweise ist erstmal drauf addiert. Also wir befinden uns ja jetzt nochmal ruhig, ne? Nochmal vom Anfang. Also wo befinden wir uns gerade? Wir befinden uns jetzt hier. Der Wert ist einfach nur beide Werte unseres statischen Moments addiert. Denn wir haben hier einen Knoten. Knoten heißt, beide Laufvariablen treffen hier aufeinander und müssen wir aufeinander addieren. Dann kriegen wir nämlich raus 60 mal h mal b. Schreibe ich hier noch hin. 60 mal h mal b. So, was passiert jetzt? Jetzt muss ich den Flächeninhalt, also man kann sich merken, wir addieren immer die Flächeninhalte drauf. Immer drauf. Also jetzt ab hier plus den Flächeninhalt von einem Dreieck. So, das heißt, dieser Wert hier, den ich hier rausbekomme, ist 60 mal h mal b, also der Wert, den wir eh schon hatten, plus dem Flächeninhalt des Dreiecks. Jetzt muss man erstmal diesen Flächeninhalt rausbekommen. Ja, wir wissen, dass dieses Stück hier 30 ist. 30 mal der Höhe, also 30 mal 30 mal h. Also schreibe ich erstmal hin, plus 30 mal 30 mal h. So, ich hoffe, das kann man auch sehen. Mal Flächeninhalt vom Dreieck ist ja Länge mal Höhe durch 2 jetzt in diesem Fall, weil es ein rechtwinkliges ist. Also 30 für die Länge mal der Höhe ist 30 mal h, 30 mal 30 mal h, mal oder durch eher gesagt, durch 2 noch, denn wir haben ja hier nur ein Dreieck. Also ist dieser Wert dann, den man hier hat, der Wert, den wir hier hatten, plus Flächeninhalt des Dreiecks. So, das Ganze bleibt negativ, quadratisch Verlauf, wir sind im Maximum und somit geht es jetzt weiter. Ja, das haben wir gesagt, linearer Verlauf, das heißt, der Verlauf bleibt quadratisch, aber wir addieren ja jetzt was Positives drauf. Das heißt, auf einen negativen Wert kommt etwas Positives. Das heißt, das Ganze nimmt jetzt ab und ich kann euch schon vorwegnehmen, wir landen hier am Ende bei 0 wieder. Sehr schön. Was würde man jetzt offiziell rechnen? Den Wert, den wir an dieser Stelle hätten, plus wieder diesen Flächeninhalt. Und das sollte eigentlich ungefähr passen. Also plus noch 50 mal h mal der Länge 50 wieder durch 2, weil es ein Dreieck ist. So, und dann kommen wir wirklich am Ende ungefähr bei 0 raus. Merkt euch nochmal, wir hatten ja hier negativen Wert, also negativ heißt, negatives Vorzeichen zeichnen wir hier ein und hier schreiben wir nur den Wert hin. Also eigentlich müsste ich hier sagen, das, was hier rauskommt am Ende, ist minus, ja, das in der Klammer drauf addiert, ne? So, und dann plus diesen Flächeninhalt, dann kommen wir am Ende bei 0 heraus. So. Macht das einfach 2-3 Mal. Wie ihr seht, die Flächeninhalt, die Verläufe zu zeichnen, die kann man auch ohne Werte, weil man irgendwann so eine Übung hat, da habe ich auch ein Video zu, gar keine Werte, sondern einfach nur noch Flächeninhalte. Und hier habe ich jetzt zumindest schon mal für Z mal H und SY, statisches Moment, das schon mal berechnet. Und jetzt die nächsten Punkte, um bis wirklich an die Schubspannung zu kommen, die spare ich mir jetzt, weil die Verläufe sehen eigentlich fast genauso aus und das sind nur noch Formeln. Aber die Schwierigkeit ist immer hier am Anfang, deswegen habe ich das nochmal gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen und wünsche euch viel Erfolg schon mal für die Klausur.